Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Star Wars Old Republic. Wir gehen jetzt mal in das Büro. Oh, was ist denn schon wieder? Jäger, habt ihr... Vergesst es, egal. Was immer ihr gerade tut, stellt es ein. Ihr müsst hierher kommen, sofort. Und ihr müsst erstmal tief einatmen. Ich habe einen Grund dazu, hysterisch zu sein. General Redrich hat ein Ass im Ärmel und was es auch ist, ihr habt damit zu tun. Die Voss haben zugestimmt, meine Anschuldigungen gegen General Redrich anzuhören, sind aber auch mit ihrer Forderung einverstanden, ihrem Ankläger gegenüberzutreten. Sie nannte euren Namen. Ihr sollt vor Gericht verhört werden. Ich habe nichts zu verbergen. Sie wird euch wahrscheinlich vorführen, aber wir haben keine Wahl. Die Versammlungshalle befindet sich hier. Beeilt euch! Ich möchte nicht, dass die Voss glauben, wir würden zögern. So, wo ist der? Alles klar. Entschuldigt, dass das Imperium beschlossen hat, heute eure Zeit zu verschwenden. Diesmal werdet ihr nicht alles mit einem Lächeln bereinigen können. Der Beweis eurer Schuld ist eindeutig. Eure Holo-Aufzeichnungen? Ich hatte wirklich erwartet, dass ihr etwas Greifbareres vorbringen würdet, Botschafter. Und euer einziger Zeuge ist ein bekannter Terrorist. Ihr habt das alles geplant, um mich in ein schlechtes Licht zu rücken. Kommt mir bekannt vor. Ihr seid Mandalorianerin. Euer Volk hat grundlose Kriegsaktionen gegen die Republik durchgeführt und ganze Spezies vernichtet. Streitet ihr das ab? Wo sind eigentlich jetzt die Boss? Ich sehe da niemanden. Egal. Davon weiß ich nichts. Ich bin gerade erst dazugekommen. Sagt uns, wie ihr an diese Beweise gekommen seid. Na, dann nehmen wir mal überreden. Bin mal gespannt. Eure Untergebenen haben mich mit allem versorgt, was ich brauchte. Das ist absurd. Das ist der Grund, warum ich meinem Ankläger gegenüberstehen wollte. Das Imperium erwartet, dass ihr dem Wort dieses bezahlten Abschaums mehr Glauben schenkt als einer respektablen Beamtin, die ihr Engagement für das Volk der Voss immer wieder unter Beweis gestellt hat. Erinnert euch daran, dass ich es war, die der Pilgerreise zum Schrein der Heilung zugestimmt hat, um eine Solidarität mit dem Volk der Voss zu zeigen. Ein leeres Versprechen. Mein Partner kann ebenso leicht versprechen, diese Pilgerreise zu machen. Dann macht die Prüfungen, Fremde. Sie werden euren wahren Charakter offenlegen. Wir haben entschieden. Ihr habt uns viel gezeigt. Sichere Reise. Anscheinend wurde ich verschont. Meine Soldaten sind nicht vergeblich gestorben. Ich habe mich monatelang auf die Prüfungen vorbereitet. Sie werden euch umbringen. Botschafter? Steht ihr nun auf ihrer Gehaltsliste? Ihr hättet ihre Argumentation nicht besser unterstützen können, wenn ihr es einstudiert hättet. Was diese Prüfungen betrifft, ich musste den Voss zeigen, dass wir bereit sind, alles zu tun, was die Republik tut. Versteht ihr? Ich sollte eure jämmerliche Gestalt vom höchsten Felsen hängen lassen, aber ich lasse euch wohl noch einmal davonkommen. Ich habe die Prüfungen bereits bestanden. Die Voss haben euch erlaubt? Das ist wundervoll. Kehrt so schnell wie möglich zum Schrein zurück. Vielleicht könnt ihr General Redrich abfangen.
Ich weiß nicht, ob jetzt irgendeinen Einfluss hat, weil ich ja die Planetenstory hier schon gespielt habe. Jetzt weiß ich nicht, ob das in irgendeiner Form Einfluss jetzt auf diese ganze Storyline hat. Ja. Da ich ja auf Hoth levelmäßig unter dem Planeten stand, habe ich erstmal alle Planeten-Stories durchgespielt. Und das kann es natürlich sein, dass es irgendwie Einfluss hat oder so, keine Ahnung. Fremdling, mein Meister hat eure Ankunft vorausgesehen. Er wartet im Kloster der Meditation. Bei wem darf ich mich für diese herzliche Begrüßung bedanken? Bei Dukat Ra, dem Ältesten. Ihr werdet ihn treffen. Gut, dann treffe ich ihn. Das Kloster der Meditation ist in der Nähe, aber es ist abgeschieden. Folgt der Stille. Treppe rauf? Nee. Nee, nee. Ich glaube, jetzt muss ich hier hoch, ne? Ja. Ja, ja. Es gibt nur noch wenige Pilger und Fremde. Ich hörte, ihr hattet eine Vision über mich. Ich weiß von eurer Ankunft. Der Wandel ist nach Voss gekommen. Voss muss zum Wandel kommen. Die fremde Frau, die ihr sucht, wird die Agentin des Wandels sein.
Plant sie etwas? Sie glaubt, dass eine Koexistenz mit den Gormax möglich ist. Aber dass ihr jemand eine Stimme verleihen muss. Ich glaube, diese Stimme ist ihre. Ihr werdet sie nicht zum Schweigen bringen. Hey, was soll das? Ihr Leute dürft doch nicht Partei ergreifen. Bleibt friedlich und geht rechtzeitig. Kein Schaden wird kommen, es sei denn, ihr widersetzt euch. Tut mir leid, ich habe einen Auftrag. Bedauerlich. Nehmt sie fest. Und da. Meine Gabe ist nicht die Vorhersehung, aber ich sehe, dass wir nicht über euer Schicksal entscheiden werden. Heißt das, ihr werdet nichts mehr versuchen? Wir können nicht aufhalten, was geschehen muss. Die Menschenfrau ist fort. Sie ist nach Gormakos aufgebrochen. Und unsere Hoffnung mit ihr. Wieso haltet ihr für eine Fremde euren Kopf hin? Zwischen einem Boss und einem Gormak gibt es keine Worte, nur Gewalt. Die fremde Frau trägt ein Friedensangebot. Kommandos bewachen Gormakos. Ihr Kommandant könnte den Weg der Fremden beobachten. Danke für die Information. Nichts für ungut. Nur ein Narr verflucht das Schicksal. Geht in Frieden. Okay, wo muss ich hin? So, muss gucken, wie weit ist das denn da überhaupt hin? Och, ist nicht so weit, da können wir nicht hinfahren. Schnacken mit ihm oder ist er part of your fight? So, wie genau komme ich da denn jetzt hin? Hier rum, ne?
So, wie komme ich denn erst mal hin? Oder habe ich doch mal wieder... Ah, ich hätte doch hier den Weg längs fahren müssen, ich Düdel. Ach, verdammt. Ja gut, dann muss ich jetzt wieder zurück. Naja, ich hätte hier doch den Weg reinfahren müssen. Oder von hier oben. Hier, den Weg hier hätte ich... Doch, ich hätte hier den Weg hier oben reinfahren müssen. Na ja, super. Viel Gefahr für nichts und wieder nichts. Nicht falsch fahren. Okay, gut, die beiden muss ich jetzt wegarbeiten. Fremdling, ruht euch aus, findet Schutz, kehrt nach Hause zurück. Da hinten liegt nur Gorma-Gebiet. Ich suche eine Frau, auch eine Fremde. Sie war auf dem Weg nach Gorma-Kos. Sie hat dorthin gefunden. Eine fremde Frau ist einem Gormak-Angriff zum Opfer gefallen. Die Gormaks haben angegriffen. Sie hat sich ergeben. Sie war nicht auf einen Kampf aus. Normalerweise bringt der Feind jeden um. Die Frau wurde zu den Bestienpferchen der Gormaks gebracht. Ihr Schicksal ist besiegelt. Zeigt mir, wo sie hingebracht wurde. Ich werde euch den Ort zeigen. Seid vorsichtig. Okay, das werden wir aber alles im nächsten Part erledigen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wenn es gefallen hat, dann gerne ein Abo und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye bye.